Mach ich das denn jetzt? Das war jetzt aber schwierig. Und ich habe mich wieder letzt Depp angestellt und das waren tatsächlich alle Kisten. Ich gehe kaputt. Geil. So. Dann haben wir jetzt. Ich weiß nicht, wie viel Prozent hätten wir denn jetzt? Ich kann die Prozentrechnung leider nicht. Also entweder 98 oder 99 oder. Nee, warte mal. Ich glaube es. Nee, ich glaube, das war irgendwie so, dass der Boss, der Endboss Cortex auch nochmal richtig was an Prozenten reinpfeffert. Ja, und das ist also seine letzte Nachricht. Ja! Mein Plan ist beinahe erfüllt. Das habe ich wieder Crash Bandicoot zu verdanken. Jen, was ist los? Was ist das? Er steht doch nicht etwa unter dem Knall. Crash? Cortex wird die Kristalle nicht dazu verwenden, die Welt zu retten? Er wird die Energie sammeln und sie zum Antrieb der Super Cortex Vortex in seiner Raumstation benutzen. Wenn die Vortex zum Einsatz kommt, wird die gesamte Welt Cortex untertan sein. Crash, nimm ihn in die Kristalle ab! Engine, du Blödmann! Sie erzählt ihm alles! Wir sind wieder da. Ich entschuldige mich für die Störung. Crash, bring mir Kristalle! Ja, das werde ich zu verhindern wissen. Ja, 96%. Geil, 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 geil. Ich speichere jetzt hier einfach mal. Aus, ja, Sicherheitsgründen. Ich muss mal gerade nochmal die Aufnahme checken. Wunderbar, passt. Ja, einfach mal direkt 10%. Mit, ja, fast allem aus 3 Leveln. 7 von 8 Sachen. Dann gehen wir jetzt zum Endboss und gucken uns das nicht 100% Ende an. Holen dann den Edelstein Spaced Out, was nicht mehr so schwer werden dürfte. Und dann kommt das 100% Ende. Was mir persönlich sehr gut gefällt. Aber naja, ist jetzt auch leichter gesagt als getan, denn ihr seht schon, Jetpack. Das ist jetzt nicht gerade. Naja, das, worin ich am besten bin. Deswegen könnte es jetzt etwas dauern, den Cortex hier zu besiegen. Man muss eigentlich nur recht nahe kommen und den dann, ja, wegdrehen. Das zieht ihm Energie ab. Hätte ich ihn schon erwischen können, ich weiß nicht. Ja, und die ganzen Sachen hier versuchen uns natürlich aufzuhalten. Und geben Cortex Vorsprung. Super, jetzt habe ich ihn einmal besiegt. Einmal getroffen. Von dreien. Ich muss ihn dreimal treffen. Ich sag nur, das wird ein Spaß. Ne. Dürfte auch gar nicht mehr weit sein. Weil der Flug geht ja logischerweise nicht endlos. Lang. Irgendwann ist er vorbei. Ich kann es eigentlich gar nicht mehr schaffen, nee. Guck mal, da vorne ist schon das Ziel. Ich habe ihn jetzt zweimal getroffen. Ich frage mich trotzdem, wie der. Also ich meine, der wollte ja die Kristalle. Der müsste uns die dann vorher in irgendeiner Hidden Sequenz, Hidden Cutscene, was weiß ich, hier abgenommen haben. Und wir müssen ihn jetzt quasi verfolgen, um die Kristalle wieder abzunehmen. Also wenn wir das mal recht logisch betrachten. Sonst macht das hier gar keinen Sinn. Das habe ich mir auf jeden Fall schon ein bisschen früher getroffen, ne? Oder? Ich glaube, ihn früher getroffen zu haben. Scheiße. Yeah. Nice. Ich habe irgendwie überhaupt keine Lust, den jetzt hier zu besiegen, weil ich weiß, wie nervig das sein kann. Ich habe jetzt aber schon zweimal getroffen. Komm mal, ein letztes Mal! Ja, wunderbar! Perfekt. Super. Nein! Dir werde ich schon noch zeigen, Crash Bandicoot! Crash, was ist wohl mit Cortex geschehen? Und was ist mit der Cortex Vortex?
die ist noch da oben. So, Friede, Freude, Eierkuchen am Ende von Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Ist ja noch nicht ganz vorbei, weil es noch nicht die 100% Endsequenz ist, aber ja. Coco hat ihren Laptop-Akku bekommen, den wir ihr zum Anfang des Spiels bringen sollten. Kann sich jetzt wieder in Cortex Computernetzwerk einhacken und die Cortex Vortex schwebt im All und Cortex versucht weiterhin verzweifelt die Edelsteine mit Hilfe von Crash zu kriegen. Oder nein, eigentlich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Letztlich ist es ja Nitros Brio gewesen, der uns gesagt hat, wir sollen die Edelsteine sammeln, damit wir die Cortex-Vortex zerstören können. Es ist mir jetzt gerade nicht ganz klar, ob jetzt die Cortex-Vortex noch irgendwas anrichten kann, wenn die jetzt die Kristalle nicht haben, ob die quasi mit den Edelsteinen was anfangen könnten. Weiß ich nicht. Jedenfalls, Dr. Nitros Brio ist ja aus dem ersten Teil. Kann ich jetzt nicht sagen, zeigen hier so, aber ich kann es auf jeden Fall schon mal berichten. Das ist halt auf dem ersten Teil der Handlanger von Cortex war das und der hat sich jetzt anscheinend gegen ihn verfeindet. Am Ende vom ersten Teil sieht man dann auch noch, was sie da alles gemacht haben. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, was Brio gemacht hat. Jedenfalls hat er sich gegen ihn verschworen, das sieht man, weil er ja die Cortex-Vortex zerstören will. Und wir werden ihm dann jetzt gleich die Edelsteine bringen, damit das Vorhaben gelingt. Ja. Auf der Cortex Vortex hat man jetzt gerade noch die Schleichwerbung von Naughty Dog gesehen. Auf diesem Flügel da. Ja. Was gibt's noch zu sagen? So ein Fazit oder so will ich eigentlich jetzt nicht machen, sondern erst beim 100% Ende. Und ich kann auch mal sagen, das 100% Ende lohnt sich wirklich. Also es lohnt sich wirklich, das freizuschalten. Zumal es deutlich mehr Spaß macht. Also nur die Kristalle holen, das finde ich irgendwie ein bisschen langweilig. Nur mit den Edelsteinen wird das richtig interessant und auch richtig schwer. Teilweise. Und deswegen würde ich sagen, macht es erstmal mehr Spaß. Also es fordert natürlich auch mehr. Und ich finde, es lohnt sich für diese Endsequenz. Ich meine, es ist jetzt nur eine langweilige Endsequenz. Ja, schon, aber ich bin halt so ein auch so ein 100% Freak eigentlich. Zumindest, wenn man dann dafür was bekommt. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Endsequenz für bekomme, sage ich, ja klar, warum nicht? Die will ich auf jeden Fall sehen, aber wenn ich jetzt, sage ich mal, alle Edelsteine einsammeln würde und dafür nichts bekommen würde, denke ich auch, dass ich das nicht machen würde. Weil sich das einfach nicht lohnt. So, die Kisten brauche ich auch eigentlich gar nicht einsammeln, ich muss jetzt hier nur auf die Plattform. Nur, genau. Es wird nämlich auch gar nicht mal so leicht. Also ich hätte jetzt schon gerne Maske oder so, ne? Ah, kriegen wir erstmal ein paar Leben, genau. Ja, ich wusste nicht, was ich da machen soll, ne? Boah, nee, das wird jetzt nervig. Jetzt kann ich nämlich immer wieder hier anfangen. Habe ich gerade nicht noch gesagt, ich brauche eine Maske? Und dann verplemper ich die einfach so. Ich weg, weg, weg. Ja, ich bin wieder ein bisschen aufgedreht und habe deswegen keine richtige Kontrolle mehr über das, was ich jetzt hier gerade tue. Das heißt, ich weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich so schnell geht, wie ich es mir erhofft habe. Ich glaube, das schaffe ich so nicht. Ja, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich glaube, das ist die einfachste Sache in diesem ganzen Bonusbereich und ich verkacke die erstmal direkt. Genauso wie meine Maske. Ich auch einfach mal wieder grundlos wegwerfe. Na, da warte ich lieber nochmal. Und spring dann einfach über den Typen drüber. Ja, lustig. Wirklich lustig, dieser Bonusbereich. Ich habe ihn eigentlich gar nicht mal so schwer in Erinnerung. So, siehst, es geht ganz einfach. Hier muss ich jetzt ein bisschen Timing haben. Genau, wunderbar. Das klappt doch super. Schön. Da sind wir schon beim nächsten Bereich. Die nächste Plattform, die uns zum nächsten Bereich führt. Besser gesagt. Sieht schon scheiße aus, ne? Ja!
Und genau für solche Fälle hätte ich dann gerne Maske. Ja. Der Bonusbereich wird uns wahrscheinlich länger aufhalten als geplant. Deutlich länger. Vielleicht habe ich jetzt nochmal die Gelegenheit, meine 60-minütige Super Mario Endlosschleife zu präsentieren. Nee, aber ich denke schon, dass ich das jetzt noch 10 Minuten oder eine Viertelstunde ziehen wird. Ich kenne mich. Und meine Skills. So spät abspringen und wunderbar. So. Und jetzt habe ich zum Glück noch die Maske. Zwei Masken wären besser, klar, aber ich muss jetzt gucken, wann dieser Typ da kommt. So, so, so und jetzt. Wieso habe ich denn da jetzt die Maske verloren? Coole Scheiße. Scheiße! Mann! Ich glaube, das wird nichts, das wird nichts. Ja, ich war wieder blöd. Jetzt kommt halt auch schon wieder dieses, ja, ich kann das doch alles und ich kann jetzt einfach durchrennen und so. Und das ist natürlich auch nicht gut. Weiß man ja, wofür das führt. Wozu das führt. Hochmütigkeit und so, das ist nicht gut. Vor allem nicht, wenn das eigentlich auch gar nicht mal so leicht ist. Drei, zwei, eins, zack. So. Auf die Plattform drauf. Überall diese Cortex-Köpfe hier, ey. Ich glaube auch schon seit dem ersten Teil. Und ja, ich habe mich hier wieder erwischen lassen. Von diesem Mikrostrahl. Ich finde eigentlich nicht, dass ich mich irgendwie so blöd angestellt habe, dass er mich erwischen konnte. Naja, was soll's, was soll's. Also ich will das jetzt hier auf jeden Fall noch schaffen, ist klar. Also wenn ich jetzt die Aufnahme hier beenden müsste, bevor ich das geschafft habe, das wäre ziemlich schlecht. Ich meine, es ist ein Edelstein, das ist nur noch eine Sache bis zu 100% und die ganzen Strapazen, die schon hinter uns liegen, Stichwort Cold Hard Crash oder einige extra Bereiche oder Bonuslevel, ja, da ist das jetzt eigentlich nicht mehr allzu schwer, wenn man das mal gegenüberstellt. So, ich gucke jetzt mal wieder, wann der Typ kommt. So, jetzt warte ich nochmal eine Runde. Ich hab's jetzt so geschafft, gut. Ja, das war dumm. Das war dumm, gebe ich zu. Gelber Edelstein, schön. Oder gelbe Edelstein-Plattform. Nein, ich will nicht runter, warte. Super. Wieder hoch, bitte. Danke. So, jetzt warte ich noch einmal. Bin ins Mikro gekommen. Weil er jetzt perfekt hier ist. Schön. Wir bekommen ja noch ein paar Leben. Kommen wir direkt auf die nächsten auf die nächste Plattform. Da warte ich jetzt nochmal. Vielleicht ist das Timing jetzt besser. Ja, es müsste besser sein. Ist deutlich besser. So. Jetzt kommt, glaube ich, noch eine Sache und dann müsste ich schon am Ziel sein. Schon, genau. Boah, wie viele Leben hier sind. Jawohl, Leute, wir haben es geschafft.